Weiter geht's hier, Wasteland 2, mit dem nächsten Abschnitt. Da haben wir auch gleich jemanden vergessen. Einwandfrei, und schauen wir mal weiter. Welche Gefahren hier noch auf uns lauern? Da war schon eine, hier. Aber das soll uns jetzt mal nicht aufhalten. Wir machen weiter. Hier gibt's sonst nichts. Nur eine Tür. Go, 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 go! Ranger Citadelle, Scorpion Hauptquartier kommen. Sender aus Highpool, wir werden weiterhin angegriffen. Die verdammten Abreißer blasen uns hier ein Stück. Schickt Hilfe, irgendjemand. Ah ja. Highpool, this is Ranger Citadel. Our closest team is already answering a call at Ag Center, but they will try to reach you as soon as they can. You read me? Over. Yeah, yeah, Vargas. We've heard it all before. Highpool always comes last, doesn't it? Ja, die meckern hier mal wieder runter. Okay. Alles klar. Schauen wir mal weiter. Hier geht's runter. Das ist so ein hässliches Ding. Schnell weg! Ah! Plupp, hat's gemacht. Irgendeine Falle ausgelöst. Machen wir die mal noch auf. Hier scheint aber nichts drin zu sein. Das kann man wegschießen. Bringt uns aber nicht viel, kommen wir nur dahin, wo wir schon waren. Gut, dann können wir das lassen. Oh, was gibt's denn hier? Laserdiskmaschine, kann man da irgendwas dran machen? Nö. Gut. Bringt uns dann also gar nichts. Was ist denn los hier? Und wie komme ich da rein? Gibt's hier noch eine Tür oder sowas? Ich sehe das aus dem Blickwinkel nicht. Na hier. Mach mal die Tür auf. Ja, okay, aber bekomme ich das jetzt weg hier? Das ist die Frage. Nö. Keine Wirkung. Hier ist noch eine Tür. Ja, wegspringen will ich das jetzt auch nicht. Dagegen schießen. Warte mal, ich versuche mal das Attribut brachiale Gewalt. Geht nicht. Na gut, dann gehe ich jetzt noch mal zurück schnell und schau erst noch mal lieber in den Bereich.
Nicht, dass ich da runterreiß und dann die Hälfte verpasse. Wäre irgendwie auch blöd. Rangers, I'm seeing one of our researchers near your position. Is that Winston? Help is coming, Winston. Was? Forscher? Seekernforscher. Leck mich. Hier ist wieder so eine Scheißfalle. Oh, ey, nö. Hat er jetzt noch... Ich hatte doch... Medipacks gekauft. Oh. Heil den mal. Ah. Erste Hilfe Set und... So, jetzt. Ach, ich liebe diese Fallen. Ach, einwandfrei. Gibt nichts Besseres. Verschlossen. Machen wir die Bude auf. Geht auch wieder nicht auf. Ist doch scheiße. Können wir die einlatschen? Ja. Na also, Glückwunsch, Spiel speichern. Weiter geht's hier mit unserer Chaosgruppe. Und wieder raus, und wieder raus, und wieder raus. Na, die stehen sich also auch im Weg. Oh. Ein kleiner Save. Aber der ist leer. Kriegt alles Chris. Und das ist Müll. Ein Bett. Ja, ein Bett ist ja praktisch. Nimmt die hier. Und schauen wir mal hier rein. Ich versuch's mal. 64% vielleicht schafft er's. Ich muss auf jeden Fall den Skill hochtreiben. Der ist einer festgemacht. Okay, komm mal. Ah, man darf ihn also nicht berühren. Egal was man macht, es tötet einen. Na, was soll ich da machen? Nagelbrett. Na, ist auch schön. Nimmt er mal mit. Das nimmt Chris mit. Tabak. Ja, klasse, was machen wir jetzt? Kann den doch nicht da hängen lassen. Ist der tot? Ach, scheiße. Ich muss nochmal laden. Das ist ja kacke, wenn der da drauf geht. Schnell. Nochmal. Winston darf nicht sterben. Gut. Hier waren wir jetzt. Raus hier. Komm, mach blub. Ah, ist der blöd, ey. Jetzt explodiert dieses Scheißding nicht. Ich krieg die Motten. Explodiert nicht. Jetzt vielleicht.
Jetzt ging's. Okay, jetzt gehen wir nochmal schnell da rein, holen nochmal den Spaß daraus. Auch jetzt ist auf einmal was ganz anderes drin, TNT. Naja, warum nicht? Jetzt versuchen wir nochmal die Tür aufzumachen. Und dann schauen wir mal. Hat er das jetzt aufgemacht? Naja. Dass wir schnell den anderen Typen hier erwischen. So, nochmal speichern. Aber mal hier. Ich renne mal kurz da rein. Bringt mir auch nichts. Ich habe kein Messer oder so. Wie soll ich das durchschneiden? What the hell are you doing, you psychopath? You're supposed to be helping us, not hacking us up like serial killers. Do that again and you won't get another fucking thing from me. Oh. Ups, wir haben ihn einfach zerteilt. War aber. Naja. Nochmal. Ich weiß eben nicht, wie ich das wegschneiden kann. Ich habe echt keine Ahnung. Das zerfetzt ihn ja. So. Und hier geht auch nichts. Ja, was soll ich machen? Gibt's hier ein Messer? Geil. Munition für mich. Kann nichts machen. Der stirbt. Ich kann nur hier schnell rumgucken. Ob irgendwas hier ist. Aber ich finde nichts. Ich glaube, ich kann dem Typen nicht helfen. Nichts gebracht. Der Toaster muss repariert werden. Hier ist so ein Toaster. Dafür gibt es dann den Skill. Naja. Ich brauche aber gerade keinen Toaster. Ich brauche hier irgendwas, womit ich das Ding wegschneiden kann. Ohne dass es den zerreißt. Nee, es geht nichts. Ich kann das auch nicht nutzen, um irgendwie. Um den irgendwie zu helfen, verdammte Scheiße. Die Alte, kann die überhaupt was? Keine Chirurgie vielleicht. Vielleicht.
Das geht ja sogar. Aber das wird den umbringen. Chirurgie hat darauf funktioniert. Wie geil ist das denn? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Okay. Wie krank ist das denn? Okay. Naja, Leute, auf jeden Fall wisst ihr jetzt, wie ihr den retten könnt, wenn ihr das hier seht. Und ja, hier ist die nächste Tür. Code. Nö, die kann doch die Türen aufmachen. Mach die Tür auf! Mission erledigt. Rangers, I see one of our animal researchers, Julio, near the radio dish. Funkantenne. Cornered by his own rabbits. Watch out for those rabbits. They've got big, nasty teeth. Okay, hier sind mal wieder diese hässlichen, dicken Rammler. Wo denn? Ich sehe den doch gar nicht. Besonders sichtblockiert, die sind direkt vor mir. Wenn die mich verarschen. Kann ich auf die schießen? Habt ihr ja gesehen, ich konnte die nicht mehr anvisieren. Was ist das denn für eine Scheiße? Au! Ist ja widerlich. Schön erwischt. Erwischt. Aua. Na, so eine Scheiße. Ich konnte die ja auch gar nicht anziehen. Weg, du Vieh. Die hat noch einen Hinterhalt. Scheiße, ich muss nachladen. Ducken. Weg. Gut. Damit waren die Hasen auch matsch. 45 Punkte. Und wir haben wieder einen Johnny gerettet. Die Angst ist aus seinem Gesicht gewichen. Allerdings wird er noch immer von Traurigkeit geplagt. Oh. Rose, du hast meine Hasen geliebt. Wie konntest du sie dies tun lassen? Es tut mir leid, Julio. Julio. Es musste einfach sein, es waren nicht mehr deine Hasen. Ihr Schweinepriester, ihr Missgeburten, ihr habt meine Hasen ermordet. Ich habe sie großgezogen, seit sie junge waren. Schluchz. Ich wünschte, ihr hättet mich einfach sterben lassen. Als Matt sagte, die Ranger sind unterwegs, hätte ich nie gedacht, dass ihr diesen Wahnsinn noch schlimmer macht. Wahnsinn. Ich nehme an, alles, was ich jetzt noch tun kann, ist mich verstecken. Wo kann ich bloß hingehen? Ich versorgte gerade die Kaninchen, so wie immer. Das ist mein Job. Ich fütterte sie also mit frischem Gemüse aus dem Garten, als die Pflanzen urplötzlich anfingen, sich wie Luftballons aufzublähen. Genauso die Insekten. Und nachdem sie von dem verdorbenen Gemüse gefressen hatten, begannen auch meine armen Kaninchen sich zu verändern.
Es war schrecklich. Wer auch immer dahinter steckt, ich hoffe, er stirbt einen langsamen und qualvollen Tod. Matt? Ich sah, wie einer der Schoten ihn erwischt hat, während ich versuchte, Sandra in Sicherheit zu ziehen. Ich hoffe, er ist okay. Sandra hat es nicht geschafft. Wo will er sich verstecken? Wie sieht es mit der Küche aus? Okay, ich verstecke mich dort. Habt ihr Doc Larsen bereits gefunden? Wahrscheinlich werden fast alle, die ihr rettet, verletzt sein, sodass ihr ihn brauchen werdet. Ich habe keine Verdächtigen oder sowas. Ich hoffe, es war keiner von uns. Das wäre schrecklich. Aber wenn es jemand von uns war, vielleicht würde ich dann am ehesten diesen Vogel Sue nennen. Es war schrecklich. Er bewegte sich zu schnell und es explodierte direkt vor ihm. Es riss ihm den Arm in Stücke. Katie kümmert sich gerade um ihn. Okay, wer ist denn Sandra? Bla bla bla, Gewächshaus. Krankenstation, Chef. Nun ja. Gut. Blub. So, jetzt. Also, ich werde euch nicht alles vorlesen. Das dauert definitiv zu lang. Immer mal so ein paar Ausschnitte. Gut, also unsere Sache ist jetzt bis zur Küche gehen. Haha, bis zur Küche. Gut. So. Da ist eine Kiste. Ah, was? Ich bin noch hier hinten? Okay. Energiezelle. Ah, hier haben wir noch irgendeinen Computergedöns. Okay, Baby, speichern. Vielleicht bringt uns das weiter. Okay. Lasst mich mal hier ran. Oh, scheiße. Explodier, du Scheißding. Ich glaube, da müssen wieder beide hin. Ach komm, rotz das Ding weg. Scheiß. Ratatatatat. Kann die das benutzen? Nö. Nur er kann das benutzen, ne? Also, okay. Okay, hier ist also diese riesige Mega-Generator. Oh, jetzt habe ich aus Versehen meinen Pop-Up-Schutz weggekickt. Und die werden dann wahrscheinlich unten sein, ne? Ja. Lass uns die in die Arbeit gehen. Naja, so. Das bringt uns ja nichts. Wir müssen die Pumpen wegmachen, damit das Viehzeug hier abstirbt. Das wird wahrscheinlich dann nicht hier sein. Gut, dann gehen wir nochmal zurück. Hier haben wir noch eine Kiste. Das ist Chris, ja. Gut. Kann man immer gebrauchen. Wie man sieht auf sich selbst. Sehr gut.
Und hier haben wir auch noch ein kleines Tür. Ach nee. Na gut, dann laufen wir erstmal jetzt runter. Den Typen haben wir ja hier befreit. Ja, ja, ich kann den Toaster nicht reparieren. Ich habe keinen Toaster-Skill. Stehen ja echt Toaster rum, die repariert werden müssen. Manometer. So, und genau hier werde ich mich verabschieden und ihr werdet sehen, was hier unten abgeht. Aber nur, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Euer Mr. Chaosianer. Tschüss.